Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Lotus. Wir sind heute auf der Karte vom lieben Willi unterwegs, Berlin M6, so nennt sie sich. Allerdings fahren wir heute nicht auf der M6, sondern wir fahren heute auf der M8 nach Röderplatz. Denn das ist ein neues Stück, was ich bis dato noch gar nicht kannte. Lieber Willi, bitte nächstes Mal mehr Infos. Nein, alles gut. Wir werden uns heute, wie gesagt, das neue Teilstück mal anschauen. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wie sich es fährt und was ihr dazu sagt halt. Wie gesagt, Röderplatz sind von hier, von der aktuellen Haltestelle insgesamt 5 Haltestellen. Also die Folge wird nicht ganz so lang wie sonst die Folgen hier im Lotus Simulator. Allerdings fahren wir das Ganze mit dem KT4D. Wir werden das Ganze jetzt erstmal aufrüsten und damit lang genug gequatscht. Rein damit und gestartet natürlich. So. Und hier, bitte. So, und dann natürlich schildern. 00800. Ziel 094. Sonderzeichen 28. Und somit haben wir hier M8 nach Röderplatz. Wunderschön, so muss das sein. Licht an. Und lassen die Fahrgäste hier nochmal kurz einsteigen. Obwohl hier eigentlich keine Haltestelle ist, ist wurscht, ja. Ja, Willi macht hier, zaubert hier eigentlich was komplett Großartiges. Er postet natürlich relativ viele Bilder hier. Vielen Dank für die ganzen Informations, die er mir auch zukommen lässt und natürlich im Forum postet. Ja, er hat natürlich schon das Brückentool hier benutzt. Das werden wir uns allerdings heute hier nicht anschauen. Das werden wir uns mal gucken, wo er das versteckt hat, das Ganze. Und dann werden wir da nochmal nachhaken. Und ich bin mal gespannt, wie gesagt, wie sich das neue Teilstück fährt. Das ist diese eine Kreuzung. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Das ist nach Landsberger Allee irgendwie. Also S-Bahnhof Landsberger Allee. Fahren wir sonst immer nach links. Jetzt geht es aber mal rechts rum. Also da bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, schaut selber mal. Ich hoffe, das passt jetzt hier mit dem Ton und alles sowas. Gerade schon mal versucht aufzunehmen. Da war der Ton leider ein bisschen sehr laut gewesen. Ah ja. Mal gucken, ob es jetzt besser passt. Ja, die Töne sind natürlich wieder da, es ist großartig. Letzte Folge war natürlich ein bisschen ruhig, ne? Aber so ist halt so, wenn man ja ein Fahrzeug präsentiert, was noch nicht fährt und keine Töne hat oder sowas, das kommt alles noch mit der Zeit, selbstverständlich. Ja, und sonst gibt es halt so viel zu sagen, ich finde seine Arbeit absolut klasse, dass er da heute noch immer weiter dran baut, finde ich super. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich wirklich super. Landsberger Allee, Petersburger Straße. So. Wollen wir mal ein bisschen schneller hier reinrauschen. Und dann passt das Ganze. So. Blinker aus. Und vom Ton her passt das. Ich könnte fast sogar sagen, dass der noch lauter könnte, doch noch ein bisschen lauter könnte. Und Türen sind auf. Ich werde ihn mal noch ein bisschen lauter machen. Ich hoffe, Lotus kommt damit schon recht. Raustappen ist immer so eine Kunst hier in dem Lotus Simulator tatsächlich. Mag er nicht ganz so. Weiter geht's. Jetzt fehlt natürlich das Geschepper hier. Ne? Ob man es noch irgendwie dazu dingsen kann, ne? Das war natürlich klasse, ne? Wenn dieses Geschepper da so über, wenn man da über diese ganzen Weichen da fährt und alles was. So.
S-Bahnhof Landsberger Allee. Wir heizen hier ein, hier in die Haltestelle. So, ist schon recht riesig. Was da mit dem Gebäude immer noch so nicht in Ordnung ist, weiß ich nicht. Dass man da immer noch durchgucken kann, weiß ich nicht. So, genau an dieser Stelle nämlich. Da sind wir vorne mal nach links abgebogen, ne? Und jetzt biegen wir mal heute nach rechts ab. Das ist also die Linie M8 hin. Hab mal geguckt, die ist noch deutlich länger als natürlich das, was hier in der Version verfügbar ist. Ich weiß auch noch nicht so ganz hundertprozentig, was alles noch kommt hier. Der Willi hat mich da noch nicht so wirklich mal eingewiesen, was er plant, so für komplette Strecken zu bauen halt. Dann ist natürlich jetzt keine eigenen Objekte und alles sowas, aber ich finde, dass wenn es von der Streckenführung halt ist, ja, dass man das halt wiedererkennt, finde ich, das ist perfekt so, ja. Ja, da kann man sagen, was man möchte, aber ich finde das, find die Arbeit hier großartig. Also, ich habe ja nun, ich verfolge ja den Willi schon eine ganze Weile jetzt mit seinem Projekt hier, Berlin M6, und ich weiß noch, damals habe ich mich da nicht reingetraut, weil das die erste Karte war, die über 3 GB groß war. Da hatte ich mir gesagt, das kann ja irgendwie nicht stimmen und alles sowas. Aber tatsächlich, aus dieser Karte wird was richtig Geniales, ja. Also, schade, ich weiß gar nicht, die wird es wahrscheinlich nicht Multiplayer-tauglich. Das ist natürlich schon ein bisschen schade, ja. So, jetzt haben wir natürlich so viel gequatscht, dass wir jetzt gleich wieder ein rotes Signal bekommen. Und dann können wir weiter die Türen offen halten und den Fahrgäste mal. Jetzt können wir. Genau, wir sind mal nach links abgebogen, ne? Und heute geht's mal nach rechts. Landsberger Allee, Karl-Ladestraße. So, die Karl-Ladestraße. So, und Türen offen. So, hier haben wir sie, ne? Karl-Ladestraße M8 nach Ahrensfelder Stadtgrenze. Wie gesagt, dadurch, dass wir eine Baustelle ist, geht es heute nur bis zum Röderplatz. Und dann, ja, endet da auch schon bereits die Folge für heute. Schön. Ah, toll. Anton-Sefkon-Platz. Das waren jetzt relativ kurze Stücke, ne? Und jetzt sehen wir, jetzt fahren wir durch so eine Art Allee oder sowas da durch, ja. Viel Grün auf jeden Fall. Hier muss ich nochmal sagen, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn man die Bäume immer so ein bisschen dreht. Wenn es schon immer die gleichen Bäume sind, dann vielleicht ein bisschen immer so in verschiedenen Richtungen drehen, weil dann sieht es halt nicht so aus, als ob das wirklich ein und derselbe Baum ist. Dadurch, dass sie dann halt gedreht sind, wirkt es halt ein bisschen realistischer. Also habe ich jetzt durch meine Straßenbahn-Forsthausen-Map, ja, habe ich das ja auch gemacht, ja, und dadurch habe ich die Bäume halt auch mal ein bisschen gedreht, sah dann nicht so ganz unrealistisch dann halt aus, ne? So, so als kleiner Tipp.
Straßenbahn ist frei. Wir dürfen durch. Ne? Man sieht es halt, ne? Dass es halt wirklich die Bäume aneinandergereiht sind. So Copy-Paste so. Aber auch hier wunderschön schon alles mit Oberleitung versehen. Ja, also. Was da für Arbeit drin steckt. So, und hier sind wir am Röderplatz angekommen. Wie gesagt, das ist hier erstmal unsere Endhaltestelle. Ich muss natürlich sagen, ich kenne mich hier an dieser Ecke überhaupt nicht aus. Das ist schon so Berlin, was ich persönlich nicht kenne. Wenn wir jetzt nach links jetzt abbiegen würden, würden wir auf die nach Virchow-Klinikum kommen. Ich schau mal ganz kurz mal hier nach. Switchen mal hier so lang. So, und zwar haben wir hier nämlich die M13 und die Linie 16 nach Ahrensfelde Stadtgrenze. Ach, die 16 fährt hier lang, ja. Die M16 fährt dann jetzt hier geradeaus weiter denn, oder wie? Die M8 meine ich, nicht die M16, die M8. Und wenn man mal so sieht, wie er hier das Ganze baut denn, ja, also hier scheint schon wirklich Cut zu sein, dass er dann wirklich sagte, bis hier baut er nicht weiter, ne? Und ja, hier hat er sich das auf jeden Fall offen gelassen. Auch hier, wie gesagt, geht es natürlich hier hinten denn weiter. Und wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, seht ihr natürlich, dass ihr hinten den Anschluss hat auf jeden Fall. Ja, wenn wir jetzt mal der Kartenverlauf mal hier ein bisschen folgen würden, ja, seht ihr hier zum Beispiel, haben wir hier an der Stelle, wenn wir jetzt hier rauskommen, und zwar ist es die M6 dann, ne? Hellersdorf und M5 nach Hohenschönhausen, Weißenseer Weg hier. Also auch hier könnte man dann dementsprechend so lang fahren. Achso, das ist natürlich wieder ja, interessant, ne? Um das Ganze mal ein bisschen anders zu gestalten, werden die Häuser einfach mal so ein bisschen unter die Erde gesetzt. Na, warum nicht? Ne? Man kann noch ein bisschen sich was einfallen lassen. Ja, und dann haben wir hier noch, wie gesagt, die Linie M13. Landsberger Allee, Weißenseer Weg. Und dann haben wir hier hinten noch haben wir einen Polygonfehler gerade entdeckt. Ja, und dann sind wir hier wieder am Röderplatz. Oh, komm, lad doch. Ach ja, hat wieder Ladehemmung hier oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen wir hier unten. Ja, kommt gleich. Dauert ein bisschen. Wir switchen hier zu viel rum. Ja, das war aber auf jeden Fall das Stück M8, was wir heute mal hier abgefahren sind. Also wie gesagt, ich finde es klasse, was der Willi hier auf die Beine zaubert, ja, dass das jetzt nicht nur eine Linie und fertig ist, sondern er breitet sich hier unten halt komplett aus und ich finde das klasse. Ja, wenn man ihn dann noch zum Beispiel mit Objekten dann nochmal unterstützt oder sowas, um das Ganze halt noch realistischer darzustellen, dann kann man das auf jeden Fall gerne tun. Ja. Ich glaube, da freut er sich tierisch drüber. Also wenn ihr da ein bisschen Zeit habt oder sowas, dann ja, könnt ihr ihm ja gerne mal die Hilfe anbieten. Und sonst muss ich sagen, ist klein, aber fein, die M8. Ne? Ist jetzt natürlich jetzt nicht das Herzstück. Das ist ja hier wohl die M6. Und für daher muss ich sagen, fand ich jetzt großartig. Außer, dass die Bäume halt jetzt so also alle mitten halt in der einen Reihe stehen. Ja, da hätte man noch ein bisschen eventuell die Bäume noch ein bisschen drehen können. Kann man im Nachhinein immer noch machen, damit es halt nicht so identisch gleich halt aussieht. Dann ist halt ein bisschen Abwechslung, weil der Knick halt nicht immer an der komplett gleichen Stelle ist. Und dadurch wirkt das dann halt so, als ob das halt wirklich so Copy-Paste-Modell ist.
Ja, und sonst gibt es hier erstmal nichts zu sagen. Wir schauen uns vielleicht nochmal demnächst weitere Sachen hier an. Das ist ja hier eine Überraschungskiste vom Feinsten. Die Karte von Willi. Von daher, ja, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst würde ich sagen, hauen wir uns hier beim nächsten Mal eine neue Linie rein hier auf der Berlin M6-Karte. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss!